Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Heute wollen wir uns ja wieder einen neuen Truck leisten. Dazu gehen wir doch einfach mal hier ins Hauptmenü. Händler, LKW-Händler, da. Wo sind wir denn? Sehe ich hier gar nicht, okay. Achso, doch, bei dem Scania-Händler hier sind wir. Ist die Frage, holen wir uns einen Scania? Ich hätte ja eigentlich ganz gern wieder entweder einen Volvo oder mal wieder einen DAF. Toulouse, was haben wir denn hier? Renault, Iveco, Volvo, Renault, Volvo, Mercedes, Scania, Volvo, MAN, Renault, Volvo. Ich könnte auch einfach hier filtern, ne? Wäre vielleicht einfacher. Könnten natürlich hier oben einen DAF-Händler nehmen und dann von hier oben einen Auftrag holen. Ich glaube, das machen wir. Besucher ausgewählten Händler. Ja. So, schauen wir mal, was DAF denn so Feines hat. Wenn dann ja eh wieder eher einen größeren. XF. Und das ist jetzt natürlich die, also der. Superspace. Auch Superspace, okay. Machen wir gerade mal Ausführung, ändern, was für Motoren gibt es denn hier? 510. Nee. Muss schon mehr sein. Ausführung ändern. Was haben wir denn hier? 530. Mehr haben die dafür überhaupt nicht. Dann würde ich sagen, suchen wir uns was anderes. Dann gehe ich vielleicht auch mal wieder auf Volvo. Hatten wir schon eine Weile nicht mehr. Da hätten wir hier oben in Finnland einen. Besuchen wir den mal. Ja. So. Der Globetrotter. Genau, sowas. Weil ich möchte auch wieder Schwerlasttransporte machen können. Ausführung ändern. So, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Hier haben wir 8x4. Das brauchen wir auf jeden Fall auch. Da kommen wir gar nicht drum rum. Da gehen wir natürlich auf 750 PS. Maximum, was geht. Getriebe, 12-Gang Retarder. +12. Nehmen wir das. Retarder hat es auch und es ist hervorragend für Schwergut geeignet. Führerhaus. Standard. Was ist der Unterschied? Okay, schönere Polster. Oder andere Polster. Naja, nehmen wir es exklusiv. Passt schon.
So, Farbe. Benutzer definiert Metallic. Könnte man wieder so ein schönes Rot nehmen, ne? Ach so, ne, da. Lassen wir das hier vielleicht so. Hier brauchen wir dann das Rot. Nehmen wir Rot oder gehen wir doch eher Richtung? Grün. Hier dann natürlich auch. So ein. Das aber als Blau, das sähe, glaube ich, ganz toll aus. Probieren wir das gerade mal. Dass einerseits schwarz erscheint, andererseits aber auch blau. Nicht ganz so hell vielleicht. Doch, das gefällt mir. Das gefällt mir. Hoppala. Nein, nein, nicht das. Das jetzt. Sehr schön. Ach so, als Voreinstellung speichern müssen wir machen. Okay. So, dann haben wir Außenanbauteile. Die sind hier natürlich lackiert. Gefällt mir lackiert eigentlich am besten. Außenspiegel sind schon auf lackiert. Machen wir gerade mal die Reifen. Da gehen wir natürlich wieder auf den Typ A. Also hier Energieeffizienz A. Weil die am sparsamsten sind. Und hier natürlich ebenfalls. So. Dann haben wir Felgen. Finde ich ja die Silver Chrome eigentlich am schönsten noch mit. Vanity. Oder hier die Titanen. Vanity Paint. Nehmen wir die hier. Die sehen schön aus. Monolith oder Cornet? Cornet gefällt mir besser. Und Mutter natürlich verchromt. So, das gleiche Spielchen hier. Da hatten wir auch Dark Silver Chrome. Wobei es da eigentlich egal ist, wenn wir da ja eh hier den verwenden, den Cornet. So, was haben wir hier? Easy Rider Chrome. Nehmen wir auch Dark Silver Chrome, oder? Und Painted. Giant. Gibt es da nichts in Chrome? Brauchen wir da was anderes? Nehmen wir Pacific Solid. Das könnten wir auch machen.
DAF Iveco MAN Scania Volvo. Volvo. Passt. Nehmen wir. Oder auch die Kornet. Können auch die Kornet nehmen, das passt. Radmuttern verchromt. So. Dann hier das gleiche Spielchen auch. Da ist dann da drinnen egal. Dann nehmen wir hier draußen nämlich auch die Kornet. Radmuttern verchromt. Ach so, und hier brauchen wir welchen hatten wir denn da? Den nicht. Dark Silver Chrome war das, glaube ich. Jawohl. So. Das hätten wir. Trittbretter. Nehmen wir die Ninja oder Ranger? Die brauchen wir natürlich. Wobei, die sieht schöner aus. Machen wir da eher so einen Bügel oder so einen. Ich glaube, wir nehmen den hier. Dann können wir hier vorne nämlich die Hörner drauf machen. Thunder. Ne, die ragen wir zu weit vor. Nehmen wir die kleinen. Und machen hier natürlich wieder Licht drauf. So. Da haben wir Sonnenschutz. Können wir den nehmen, würde ich sagen, oder? Oder nehmen wir den? Der gefällt mir besser. Frontspiegel. Der passt. Dann behalten wir den auch. So, hier nehmen wir, können wir wieder unsere Ravens nehmen. Die finde ich eigentlich ganz schön. Muss ich mal gucken, ob es da Modpacks gibt, die, oder DLCs gibt, die dann noch was anderes anbieten. Außenspiegel gibt es nur in der Art. Frontgrill. Wow. Den könnten wir eigentlich hinmachen, oder? Wobei, der hat nichts für Lampen dran. Oder wir machen so einen dezenten. Weil der hat ja eigentlich schon eine schöne Front. Machen wir so ein und setzen da noch Lampen drauf. Das ist, gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Hier könnten wir dann so einen hinmachen. Oder halt auch wieder sowas, dass man da auch wieder. Achso, da haben wir ja noch andere. Sowas sieht auch nicht verkehrt aus, ne? Wow. Diesmal so überhaupt nicht passt. Machen wir hier mal die Dinger rein. So. Schaut doch mal nicht schlecht aus. Dann können wir den innen noch ein bisschen ausstraffieren. So. Da hinten können wir
Cappy hinlegen. Machen wir da was drauf? Nee. Aber hier die drei Punkte, dann... Oh, wie süß. Gönnen wir uns eine Tasse. Geldbeutel können wir hinlegen und natürlich eine Sonnenbrille, ne? Oder das Smartphone. So, hier unten kommt unsere obligatorische Kühltruhe hin. Da können wir nichts machen. Ach so, da können wir wieder was baumeln lassen. Jetzt haben wir bald Halloween, dann machen wir mal einen Totenkopf hin. Oder einen Pirat, der ist besser. Was haben wir da? Das ist das. Ne, Vorhang will ich keinen. Gebamsel in der Windschutzscheibe mag ich auch nicht. Navi brauchen wir nicht. Navi haben wir. Lenkrad. Schwarz. Nimm was Schwarzes, exklusive. So, viel mehr haben wir nicht, ne? Was wir machen könnten. Einmal Radio oder Funk. Ja, dann würde ich sagen, bestätigen wir das. Kaufen. Ja, möchte ich selber fahren. Den lagern wir aus nach... Wir haben doch... Hier oben haben wir einen gekauft, ne? Oder nehmen wir die Garage? Da ist noch gar keiner. Dass der ein bisschen England aufräumt. Machen wir das. So, wird nach Perth überführt. Während wir hier unseren neuen haben. Gefällt mir, muss ich sagen. Doch, sieht ganz schick aus. Ist auch so eine Lackierung, die man mehr oder weniger gar nicht sauber halten kann. So. Ja, das ist ja unser neuer. Ein Volvo Globetrotter 750. Ja, FH16, genau. Mit ordentlich PS unter der Haube. Da läuft dann was und ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir dann uns den ersten Auftrag sichern. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir dann das erste Mal einen Auftrag mit unserem neuen Volvo erledigen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.